Wie ich fünf Kombinationswetten risikolos spiele, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Zu Beginn möchte ich dich aufmerksam machen, dass ich eine Challenge habe. Und zwar, dass es nicht möglich ist, auf YouTube 10.000 Views auf dieses Video hier in den ersten 7 Tagen zu bekommen. Sollte das der Fall sein, dass dieses Video, das, was du jetzt gerade hier siehst, in den ersten 7 Tagen 10.000 Views bekommt, hast du die Chance, hier von mir Geld zu bekommen. Was musst du machen, um hier mitmachen zu können, beziehungsweise dass hier YouTube überhaupt die Möglichkeit erst ermöglicht, hier 10.000 Views zu generieren? Schau dir dieses Video bis zum Ende an, weil dann interpretiert das YouTube als relevant. Zweitens, abonniere den Kanal. Drittens, like oder dislike dieses Video. Viertens, ganz wichtig, wenn du dann hier dieses Gewinnspiel gewinnen möchtest und diesen Geldpreis gewinnen möchtest, kommentiere unbedingt dieses Video, weil anhand von diesem Kommentar wird ein Gewinner gezogen. Und fünftens, teile dieses Video mit deinen Freunden. Was gibt es zum Gewinnen? Und zwar gibt es hier ein Jackpot-Prinzip. Wir starten immer, jetzt in dem Fall mit 200 Euro und jede Woche, wenn wir es eben nicht schaffen, 10.000 Aufrufe zu erzielen, wird dieser Jackpot um 10 Euro anwachsen. Das heißt, jede Woche wird es ein Video geben, dann werden wir auswerten, wie viele Views hat denn das Video bekommen. Und durch deine Teilnahme erklärst du dich mit den folgenden Bedingungen einverstanden. Du siehst hier auch den Link, wo die Teilnahmebedingungen sind zu diesem Gewinnspiel. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahre, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich poste auch den Link unterhalb von diesem Video. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß und viel Erfolg. Los geht's mit unserer ersten Wette. Und zwar alles, was du hier siehst, lernst du zum Beispiel bei mir im Live-Coaching-Programm und auch das Excel-Dokument, was du jetzt gleich sehen wirst, wo ich die ganzen Einsätze dann berechne, kann man bei mir im Live-Coaching-Programm dann herunterladen. Nun, im Endeffekt habe ich hier eine Zweier-Kombinationswette gespielt, wo ich natürlich nichts dem Zufall überlasse. Für mich ist nicht entscheidend, wer hier gegen wen spielt oder ob die es gewinnen. Das kann ich so oder so nicht kontrollieren. Das Einzige, was für mich eine Rolle spielt, ist hier wiederum die angebotene Quote, die was ich hier bekommen habe, sowohl für Wales auf Sieg so und auch auf Portugal für Sieg. Du siehst hier die Quote 3,30 und hier die Quote 2,65 und beide Quoten sind hier zu hoch gewesen. Deswegen sehen wir auch hier dann in weiterer Folge, dass ich sie auf Wettbörsen zum Beispiel gegenspielen konnte. Und wir sehen hier alles, was back ist. Das heißt, bei einem Buchmacher setze ich ja immer für eine Situation. Das heißt, deswegen auch eine sogenannte Back-Wette. Also im Fachjargon aus der Wettbörse heraus gibt es immer eine sogenannte Back-Wette, wo ich für etwas setze. Und eine sogenannte Lay-Wette, wo ich gegen etwas setze. Das heißt, hier sage ich zum Beispiel dann, nee, Wales wird das Spiel nicht gewinnen. Zuerst sage ich ja, Wales wird gewinnen bei 3,30 und bei der Quote 2,90 sage ich dann nö, nö, Wales wird das Spiel nicht gewinnen. Wenn es dann X oder 2 ausgeht, möchte ich dann hier meine Wette gewinnen. Und die Differenz von diesen zwei Quoten, die sind jetzt eben mein Vorteil. Das Ziel ist es hier, diese 50 Euro nicht zu verlieren. Das heißt, dass ich die hier schütze über diesen Weg. Und im Idealfall, wenn das erste Spiel zum Beispiel richtig ist, ja, dass ich dann im zweiten Spiel, da ist es dann völlig egal, wie es ausgeht, dass ich immer einen Gewinn mit nach Hause nehme. Wenn es das erste Spiel zum Beispiel falsch wäre, das heißt so, dass der Kombinationswettenschein falsch ist, dass ich dann dementsprechend meinen Einsatz auf der Börse zurückerhalten werde. So, das ist die Mission. Und wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel das erste Spiel Wales gegen Polen. Hier habe ich eben die Quote 3,30 zuerst auf dem Wettschein gespielt und die 2,65er und die Lay-Wette hier ist 2,90 gewesen. Das sehen wir dann auch hier unten von dieser Lay-Wette. Das, was du hier siehst, ist eine Wettbörse. Und ich konnte hier eben gegen den Sieg von Wales spielen. Du siehst dann auch hier, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder Polen das Spiel gewinnt, bekomme ich meine 50 Euro retour. Wenn aber Wales das Spiel gewinnen sollte, verliere ich auf der Wettbörse 97,94 Euro. Und das Zweite ist eben auch hier Portugal gegen Spanien. Das sehen wir auch hier noch, dass die Gegenquote, die Lay-Quote 2,46 ist. Hier wird natürlich dann erst dann eine Wette platziert, wenn eben die erste Wette hier Wales gewonnen hat. Sollte Wales zum Beispiel das erste Spiel nicht gewinnen, muss ich hier keine
weitere Absicherung auf der Wettbörse durchführen. Aber du siehst schon vom Grundprinzip her, dass diese Quote und diese Quote ist höher als hier diese rosane Quote, damit das Prinzip hier grundsätzlich einmal funktioniert. Hier siehst du jetzt da dann auch meinen Einsatzkalkulator. Das heißt, das kann man eben herunterladen. Und du siehst auch hier, dass ich hier diese zwei Quoten eingetragen habe, 3,30 und 2,65. Und mein erster Einsatz war hier 51,55 gegen den Sieg von Wales bei der Quote 2,90. Da sehen wir auch noch einmal das Risiko von 97,94, sollte Wales das Spiel gewinnen. Und im Falle, wenn Wales das erste Spiel gewinnt, muss ich dann die zweite Wette noch absichern, Portugal gegen Spanien. Hier ist jetzt die Quote beim Buchmann 2,65 gewesen, auf der Börse 2,46. Dieser Wert kann sich natürlich dann noch ändern. Dann muss ich das hier dementsprechend anpassen. Und wenn jetzt da die Quote gleich bleiben sollte, dann kann ich das jetzt da hier dann im zweiten Schritt mit 179,94 Lane, also gegen den Sieg von Portugal spielen, was hier eine Verbindlichkeit darstellt von 262,71. Das heißt, so viel Geld muss ich dann auf der Börse oben haben. Und du siehst dann hier, dass es ab diesem Zeitpunkt, ab dem zweiten Spiel, völlig egal ist, ob das jetzt der Portugal gewinnt oder verliert. Ich werde hier 26,60 € hier Profit mit nach Hause nehmen. Das können wir dann auch mit einer sogenannten Was-wäre-wenn-Situation hier darstellen. Und zwar, dass ich eben hier, wenn die Kombinationswette gewinnt, ich hier 437,30 € ja, beim Buchmacher ausbezahlt bekomme und ich den Einsatz von 50 abziehen muss, was ich hier getätigt habe und die zwei Verluste, ja, das heißt die Absicherungen, wenn ich die hier auch noch abziehe von dieser Summe, dann bleiben hier 26,60 € übrig. Wenn es da zum Beispiel die Kombinationswette nicht gewinnen sollte, nehmen wir mal an, beim ersten Spiel ist das schon falsch, dann bekomme ich ja, wie wir vorher gesehen haben, beim X und beim Tipp 2 die 50 € auf der Börse zurück. Das heißt, es findet auch keine weitere Absicherung statt, bin ich plus minus null. Wenn es aber die erste Wette zum Beispiel richtig war und ich die zweite Wette dann absichere, dann habe ich dieses Bild hier, so wie es hier ist, dann habe ich ja auch, wenn es die zweite Wette falsch wäre, die Kombinationswette verloren, das heißt, ich habe hier die 50 verloren, die erste Absicherung verloren mit 97,94 und die zweite Absicherung gewinne ich hier mit einem Plus von 174,54 auf der Wettbörse und ich habe hier auch 26,60 € Profit. Ja, bevor wir jetzt zur zweiten Wette reingehen, schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an, weil du hast es ja am Anfang gehört, es geht ja hier um einen Jackpot und ich behaupte ja, dass wir es nicht schaffen, dass YouTube dieses Video 10.000, dass es 10.000 Views gibt innerhalb von den ersten 7 Tagen. Sollte das jemals der Fall sein, dass YouTube da es ermöglicht, dass dieses Video oder auch die zukünftigen Videos hier 10.000 oder mehr Aufrufe haben, dann zahle ich hier einem Gewinner den Jackpot aus. Aktuell steht er bei 200 €. Schreib auf jeden Fall einen Kommentar unterhalb rein, damit im Falle, wenn wir 10.000 Views haben sollten, ich dich dann auch ziehen kann. So, los geht's zum zweiten Wettschein. Der zweite Wettschein ist hier Österreich gegen Kroatien. Und du siehst hier, da habe ich auch eine Zweier-Kombi gespielt. Also Österreich-Kroatien mit der Quote 3,20 und auf der Börse ist die Lay-Quote 2,90 und auch Portugal gegen Spanien ist hier 2,65 und kann ich hier verkaufen mit 2,46. Und das sehen wir dann auch hier wieder. Das heißt, wir sehen dann das wieder auf der Wettbörse. Das ist hier Österreich, dass ich das hier bei 2,90 gegengespielt habe, wieder mit 51,55 €. Kostet mich auf der Börse 97,94 €. Und hier haben wir eben im Falle, wenn das Unentschieden ausgeht oder Kroatien das Spiel gewinnt, meine 50 € wieder zurück. Wenn jetzt da die erste Wette richtig ist, dann geht es in die zweite Runde. Das heißt, dann habe ich Portugal gegen Spanien zum Absichern, wo ich eben hier die 2,65er-Quote auf dem Wettschein bekommen habe. Und hier sehen wir aktuell, dass die Lay-Quote bei 2,46 ist. Also die ist niedriger als die 2,65er-Quote, damit das eben auch funktioniert. Und hier sehen wir auch noch die Einsätze, die was ich dann erbringen muss. Wir sehen dann im zweiten Schritt, dass ich hier dann 174,49 € gegen den Sieg von Portugal setzen muss, sollte Österreich die erste Runde gewinnen. Was dann bedeutet, dass ich eben hier auf der Wettbörse 254,75 € an Kapital dann benötige. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dem zweiten Spiel, ist es wieder egal, wie die Wette ausgeht. Ich werde hier auf jeden Fall 21,31 € Profit mit nach Hause nehmen. So ist dann auch die Was-wäre-wenn-Situation ab der zweiten Wette. Wenn der Wettschein gewinnen sollte, bekomme ich 424 € ausbezahlt. Wenn ich den Einsatz von der Kombi-Wette abziehe und die Absicherungen abziehe,
dann bleiben hier 21,31 € übrig. Oder wenn eben ab dem zweiten Spiel die Kombinationswette verlieren sollte, dann habe ich ja hier minus 50 am Kombischein. Die erste Absicherung hat 97,94 gekostet und die zweite Absicherung, hier gewinne ich 169,25, wo auch 21,31 € übrig bleibt. Sollte die erste Wette schon falsch sein, das heißt, wo ich die Kombinationswette verliere, habe ich zwar beim Buch mal die 50 € verloren, aber wir haben ja vorher gerade gesehen, dass im Falle, wenn das Spiel X oder 2 ausgeht, ich 50 € auf der Wettbörse zurückbekomme. Ja, bevor wir jetzt zur dritten Wette gehen, ein kleiner Tipp an dich, damit eben YouTube hier das mehreren Personen ausstrahlt. Schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, abonniere den Kanal, like das oder dislike das Video, dass hier auch ein Engagement ist und somit erhöhen wir einfach die Chance, dass dieses Video 10.000 Aufrufe in einer Woche bekommen könnte. Ja, die dritte Wette, was ich hier jetzt dafür dich habe, ist Rosaso gegen Morioko, Doppelchance 1x. Habe ich hier die Quote 1,17 bekommen und hier bei Wales gegen Polen habe ich hier für Siegtipp 1 die Quote 3,30 bekommen. Und du siehst auch hier dann die dementsprechenden Lay-Quoten. Ja, 1,15 und da habe ich so eine Mischquote bekommen. Das heißt, ich habe hier mit einem Kehrwert gearbeitet. Das muss man lernen, wie das funktioniert, weil das Risiko, was ich dann hier habe, ist noch Siegtipp 2 und ich habe dann auf der Wettbörse auf Siegtipp 2 gesetzt und hier Polen Siegtipp 1. Habe ich hier die Lay-Wette gespielt, also Lay Siegtipp 1 mit der Quote 2,90. Beziehungsweise sehen wir das auch hier. Ich habe hier die 7,4er-Quote gespielt, in Summe, dass ich hier 100 € gewinnen kann, weil du wirst das gleich im nächsten Wettschein wirst du das auch erkennen, dass ich eben dieses Spiel gehabt habe. Das heißt, ich habe das bei zwei Spielen gehabt, diese Doppelchance 1x, und habe hier eben meine vollen 100 € Risiko habe ich hier abgesichert, sollte das Spiel eben hier Siegtipp 2 noch ausgehen. Und dann im Falle, wenn eben hier Wales gegen Polen zum Beispiel, wenn das erste Spiel richtig ist, muss ich dann noch hier Wales zusätzlich absichern. Das ist ein Bild, was ich auch vorher schon beim ersten Schein gehabt habe, wo ich auch Wales oben gehabt habe, wo ich dann hier möglicherweise eine höhere Quote zum Lehen habe. Jetzt im Moment zur Aufnahme von diesem Video war die Quote noch 2,90. Das kann auch sich ändern nach hinten raus. Wenn das der Fall ist, muss ich das dann einfach hier in meinen Kalkulator eingeben, dass zum Beispiel jetzt die Quote 2,94 ist. Und dann könnte sich natürlich das hier nach hinten raus auch noch verändern. Aber du siehst hier anhand von den Daten, die was ich jetzt hier aktuell habe. Das heißt, im Falle, wenn das erste Spiel richtig ist und ich die zweite Wette dann absichere, kann ich hier 7,21 € mit nach Hause nehmen. Ist das erste Spiel schon falsch, das heißt, geht das Siegtipp 2 aus, habe ich hier weder Gewinn noch Verlust. Das heißt, ich gewinne dann hier die 50 € zurück auf der Wettbörse und kann sofort die nächste Wette hier spielen. Ja, da sehen wir noch einmal die Was-wäre-wenn-Situation, so wie bei den ersten zwei Wetten auch. Kannst du einfach anschauen. Ist hier wieder 1:1 wie vorhin. Schauen wir uns noch die vierte Wette an. Da habe ich jetzt eben auch dieses eine Spiel, das ist Roaso Krulo mit Doppelchance 1x und habe ich kombiniert mit Österreich gegen Kroatien. Du siehst auch hier wieder die Quoten 1,17 auf 1,156 und 3,20 auf 2,90. Und dann hier auch noch einmal das Bild, ja, wo ich die 100 € zeige, wo ich das abgesichert habe mit der Quote 7,4. Die Quote ist dann schon etwas gefallen. Und somit dementsprechend hier die 100 € in Summe nicht in Gefahr. Und dann eben, wenn das erste Spiel richtig ist, muss ich Österreich gegen Kroatien noch absichern. In dem Fall dann auch mit der Quote 2,90. Kann sich natürlich dann auch noch verändern. Aber das Ziel ist es, dass das dann so ausschaut wie hier, dass ich halt idealerweise 7,21 € mit nach Hause nehme und weder Gewinn noch Verlust habe. Ja, hier noch einmal die Was-wäre-wenn-Situation. Dass es egal ist, sowohl als auch, mache ich hier 7,21 € Gewinn. Und hier noch meine fünfte Wette, die was ich habe, und zwar Ungarn gegen Italien, habe ich hier Siegtipp 1 mit der Quote 6 gespielt, kombiniert mit Portugal gegen Spanien mit der Quote auf Siegtipp 1 mit der Quote 2,65 und konnte das hier dann absichern auf der, kann das dann hier absichern auf der Börse. Du siehst hier, die Lay-Quote ist hier 5,8 und die andere Quote, die Lay-Quote ist hier 2,46. Und wenn ich das eben jetzt da hier eingebe, die 6er-Quote und die 5,8er-Quote und hier die 2,65 auf die 2,46, habe ich eben die Chance, dass ich hier 19,92 € risikolosen Profit mit nach Hause nehmen kann. Wenn eben Ungarn das erste Spiel gewinnen sollte, gewinnt Ungarn das Spiel nicht, dann habe ich weder Gewinn noch Verlust und kann das dann hier auf der Wettbörse hier meinen Einsatz zurückholen.
Hier noch einmal die Was-wäre-wenn-Situation, wo du das auch mathematisch genau siehst. Und wie du erkennen kannst, überlasse ich hier nichts dem Zufall, weil ich eben hier versuche, Kapital zu schützen und zu vermehren. Wenn du das alles lernen möchtest, unter dem Video findest du auch den Link, wo wir zum Beispiel persönlich einmal reden können, wie das eben in der Praxis funktioniert. Das heißt, zeige ich dir das, wie das Live-Coaching-Programm ausschaut, und dort lernst du dann alle Schritte kennen, damit das auch du komplett eigenständig für dich anwenden kannst. Ja, lass ein Like hier, abonniere den Kanal, empfehle dieses Video den deinen Freunden, damit eben hier die Möglichkeit existiert, dass genau du den Jackpot gewinnen kannst, wenn wir es schaffen, mit diesem Video 10.000 Aufrufe in einer Woche zu bekommen. Ich freue mich auf dich, auf die nächste Woche. Alles Gute und bis bald.